Ich darf Sie herzlich begrüßen im Namen des Passagenverlages zu unserer heutigen Abendveranstaltung. Wir wollen Ihnen heute Abend zwei neue Bücher von Hélène Cixous nahebringen. Das eine ist Insister, an Jacques Derrida. Und das andere, wenn Sie es nicht schon gesehen haben, ist Das Lachen der Medusa, herausgegeben, der Text ist von Hélène Cixous, das haben Sie ja jetzt verstanden, herausgegeben und kommentiert und mit Texten versehen von Esther Hutfless, Gertrude Postel und Elisabeth Schäfer. Die Publikation dieser beiden Bücher, auch das wurde schon gesagt, aber ich muss es ja auch nochmal sagen, schließt an oder ist Teil eines größer angelegten Projekts, Hélène Cixous ihrer Bedeutung gemäß im deutschen Sprachraum zu, man kann sagen, reetablieren und klarzumachen mit den Texten, die wir von ihr publizieren, dass sie eine der großen Schriftstellerinnen des Ende des 20. Jahrhunderts und des Anfangs des 21. Jahrhunderts ist. Und das ist, wenn Sie die Bücher anschauen, wenn Sie sehen, das ist nicht übertrieben. Bevor wir in ein Gespräch eintreten mit Hélène Cixous, das jetzt sich konzentrieren wird auf die Beziehung zu Jacques Derrida und einige Fragen, grundsätzliche Fragen des literarischen Schreibens, möchte ich natürlich auch noch danken. Also ich muss nicht danken, sondern ich möchte danken Hélène Cixous, dass sie nach Wien gekommen ist und dass sie unsere Einladung nach Berlin im April angenommen hat. Ich denke, beide Veranstaltungen sind wichtig, um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen. Unser erstes Thema, nicht verwunderlich, ist Dekonstruktion. Das ist die Weise oder das Thema, an das ich mich auch an Hélène Cixous angenähert habe über meine Arbeit mit Jacques Derrida. Dekonstruktion ist eine Theorie der Kreativität, die eine metaphysische Auffassung der Sprache zurückweist. Sprache wird als ein differenzielles System begriffen, differenziell sowohl auf der Signifikats- als auch auf der Signifikantenebene. Das Spiel dieser Differenzen konstituiert Bedeutung. Damit haben wir eine Theorie, die die Vielfalt der Bedeutungsmöglichkeiten eines Textes zu seiner wesentlichen Eigenschaft macht. Meine erste Frage an Hélène Cixous: Welche Rolle spielt diese Theorie für deine Schreibpraxis? Est-ce qu'on a besoin de théorie pour écrire? Je viens d'écrire une phrase en écho à ce que dit mon grand ami Peter Engelmann. Jacques Derrida a déconstruit avant la déconstruction. Je pense qu'il est important de se dire cela. Et avant Jacques Derrida, Shakespeare avait déconstruit avant que le mot de déconstruction parviennent dans le texte de Jacques Derrida. Braucht man zum Schreiben Theorie? Ich habe als Echo darauf, was mein Freund Peter Engelmann gerade gesagt hat, einen Satz aufgeschrieben, und zwar den folgenden: Jacques Derrida hat vor der Dekonstruktion dekonstruiert. Und davor hat Shakespeare schon dekonstruiert. Und das Letzte ist mir entgangen. Kannst du das nochmal sagen? Elle est déconstruite. Ja. Avant que le mot déconstruction n'arrive dans le texte de Derrida. Bevor das Wort Dekonstruktion im Text von Derrida aufgetaucht ist. Ceci, c'est pour dire que je pense que l'écriture, un mot que Derrida a soulevé
et qu'il a fait sien, alors que le mot écriture existait bien sûr depuis toujours, mais l'écriture telle que Derrida ensuite l'a analysée, l'a philosophée, est toujours en état de déconstruction. Le monde multilingue de la poésie et se distingue par une pratique spontanée de ce qui va s'appeler la déconstruction. Je pourrais dire la même chose à propos de Freud. La psychanalyse s'appuie sur la littérature, elle vient après, et la littérature est déjà psychanalytique, toujours. Ça va ? Plus court, si tu peux. D'accord. Also, ich sage das, weil ich denke, dass Schrift, und Schrift ist ein Wort, das Derrida aufhebt und das er zum Seinen macht, also, wobei es natürlich schon seit immer existiert. Aber so wie Jacques Derrida das Wort Schrift philosophiert hat, ist es immer schon in Dekonstruktion. Ich denke, dass die vielsprachige Welt des Schreibens sich dadurch sich durch etwas auszeichnet, das man später Dekonstruktion nennen wird. Là, je sens que Derrida est en train de nous écouter et qu'il se demande si je ne vais pas blasphémer. Ich spüre, dass Derrida uns jetzt gerade zuhört und dass er sich fragt, ob wir nicht dabei sind, ja, aber wie übersetzt man das? Blasphemie ist Frevel, danke. Ich muss mich entschuldigen. Das ist überhaupt nicht mein Beruf. Und du machst das sehr, sehr gut. Danke. Je crois que c'est dans Circonfession que Derrida s'est un peu fâché avec Proust. Tu veux que je... Ja. Vas-y. In Circonfession, denke ich, hat Jacques Derrida sich ein bisschen mit Proust auseinandergesetzt, ein bisschen verärgert mit Proust auseinandergesetzt. C'est que Proust avait écrit dans La Recherche une page extrêmement acerbe à l'égard de la théorie. Der Grund dafür war, dass Proust in seiner Recherche du temps perdu eine sehr wenig milde Seite über die Theorie geschrieben hatte. Il disait que la théorie, c'était comme si on mettait des étiquettes sur comme sur des aliments sur la poésie ou la vie. Er sagte, ça c'est Proust qui disait ça. Proust sagte, dass Theorie sei wie Preisetiketten auf die man auf Ware klebt, auf Poesie zu kleben. Et ça c'est quelque chose que Derrida n'appréciait pas. Das hat Derrida sehr gestört. Moi je me situerais entre les deux. Ich würde mich zwischen die beiden zwischen den beiden aufhalten, oder? Et je dois dire que je pense que Derrida aussi se situerait entre les deux. Und ich muss sagen, ich denke auch Derrida selber ist eigentlich zwischen diesen beiden Standpunkten anzusiedeln. La théorie c'est une cristallisation
d'un mouvement de pensée qui est beaucoup plus fort que ce que peut être la théorie. Die Theorie ist eine Kristallisierung des Denkens, die viel stärker ist als eine Denkbewegung. Non, c'est le mouvement de pensée est beaucoup plus fort que la théorie. Okay, die Denkbewegung ist viel stärker als die Theorie. Die Denkbewegung geht über die Theorie hinaus, oder? Mais bien sûr, nous avons besoin de la théorie, de cette cristallisation, pour assurer la transmission de ces textes qui sont des textes très agités. Les textes littéraires et philosophiques sont très agités. Ils ont besoin de la pause théorique. Aber natürlich brauchen wir diese Kristallisation, um das Übertragen der Texte, die so aufgeregt sind, die so viel Bewegung beinhalten, zu ermöglichen. Man braucht eine theoretische Pause. Quand j'ai commencé à écrire, mon maître, enfin parmi mes maîtres, il y avait des prédéconstructeurs. Als ich begonnen habe zu schreiben, waren bei denen, die meine Meister waren, Leute dabei, die sozusagen Prädekonstruktion praktizierten oder die Vordekonstruierer waren. A commencer par Shakespeare. Angefangen bei Shakespeare. Dans mes textes, il y a, à l'intérieur des textes, il y a toujours des traces théoriques, mais ce n'est pas la théorie qui conduit. La théorie, c'est un attelage avec des chevaux. Que l'écriture emporte en balle. Tu vas pouvoir. In meinen Texten, im Inneren meiner Texte, bestehen immer Spuren des Theoretischen, aber es ist nicht die Theorie, die mich führt oder die Texte führt. Die Theorie ist wie ein Wagen, der von Pferden gezogen wird, die vom Text zum Durchgehen gebracht werden. Wir können das ein bisschen abkürzen. Du schreibst in Insisté, dass Derrida mit seiner Philosophie dein Schreiben autorisiert. Mhm. Also vorher habe ich eine gewisse Rücknahme der Dekonstruktion, das verstehe ich natürlich, die Dekonstruktion, die sich selber ausstreicht, das ist ihr Wesen und deswegen kann sie auch nicht auftreten als Theorie, und wenn, das wissen wir alles, aber so ein Satz, dass Derrida mit seiner Philosophie dein Schreiben autorisiert, der gibt ihr doch eine gewisse Opazität, eine doch starke Bedeutung. Le travail de l'écriture, l'inscription du signifiant, le jeu qui produit de la polysémie, ou ce que Derrida appellerait de la dissémination, et dans la plupart des cas, mal reçu
par le lecteur moyen. Die Arbeit der Schrift, das Einschreiben des Signifikanten, das Spiel, das Polysemie oder Dissemination ist und produziert, ist in den meisten Fällen vom durchschnittlichen Leser oder wird vom durchschnittlichen Leser schwierig empfangen oder mit Schwierigkeit aufgenommen. Quand on pratique l'écriture, ce qui est mon cas, et pas seulement le mien, bien sûr, on rencontre souvent des résistances. Wenn man schreiben praktiziert, was mein Fall ist, aber natürlich nicht nur mein Fall, dann begegnet man oft Widerständen. Il est vrai que si Derrida n'avait pas existé quand j'ai commencé à écrire, j'aurais certainement senti la résistance, le danger de la résistance et de l'hostilité beaucoup plus fortement. Es ist wahr, dass wenn es Jacques Derrida nicht gegeben hatte, als ich begonnen habe zu schreiben, dann hätte ich bestimmt diese Widerstände und die Gefahren, die diese Widerstände in sich bergen, auf viel unmittelbarere und stärkere Weise empfunden. Le lecteur qui résiste, le lecteur qui rejette, c'est le lecteur qui veut que vous disiez une seule chose à la fois. Der Leser, der Widerstand leistet und etwas von sich weist und zurückweist, das ist der Leser, der möchte, dass man nur etwas auf einmal sagt. La déconstruction et l'écriture, c'est la pratique ou c'est l'inscription de plus d'un sens ou plus d'un message toujours. Un est toujours divisé. Il n'y a pas de un. Il y a toujours de la division. Je vais donner un exemple. Dekonstruktion und Schrift ist das Praktizieren, die Einschreibung von mehr als einem Sinn, von mehr als einer Nachricht immer. Was eins ist, ist immer schon geteilt. Es gibt nicht etwas, das eins wäre oder nur eins. Alors moi je suis très reconnaissante à Peter et à Passagen d'avoir accepté de laisser le titre insister en allemand. Ich bin dem Passagenverlag sehr dankbar, dass er akzeptiert hat, den Titel Insisté oder Insiste oder und so weiter oder und so weiter zu lassen. C'est un exemple de déconstruction. Das ist ein Beispiel für Dekonstruktion. Dans ce livre, l'allemand parle français. In diesem Buch spricht Deutsch Französisch. Oder spricht das Deutsche Französisch. En tout cas, nous avons là un titre qui est plurilingue. Jedenfalls haben wir da einen Titel, der mehrsprachlich ist. Alors, je vais dévoiler un peu le secret de ce titre.
Ich werde das Geheimnis dieses Titels ein bisschen lüften. Qui est intraduisible. Obwohl es oder weil es ist, dieses Geheimnis ist unübersetzbar. Insister, c'est un mot que Derrida et moi nous avons créé par jeu. Insister ist ein Wort, das Derrida und ich aus Spiel geschöpft haben. Insister en français, c'est insistieren. Im Französischen heißt insister, insistieren. Mais est-ce que c'est un mot français? Aber ist es ein französisches Wort? Pour nous, c'était aussi un néologisme en anglais. Für uns war es auch ein englischer Neologismus. Derrida sagte, du bist mein Insister. No, du bist mein Insister. Du bist mein Insister. Mein Insister ist, alors, mon Insister, c'est celle qui insiste, et aussi la sœur intérieure. Das ist gleichzeitig die, die insistiert, aber auch meine innere Schwester. In Englisch. Auf Englisch. Voilà un exemple amusant et pratique d'écriture qui répond à la théorie de la déconstruction. Das ist ein amüsantes und konkretes und auch praktisches Beispiel von Schrift, die antwortet auf die Theorie der Dekonstruktion. In Insister sprichst du von der Literatur, ich finde das eine sehr schöne Formulierung, von der Literatur als Glücksfall. Und zwar deshalb, weil sie weder Lüge, weil in der Literatur oder bei der Literatur weder Lüge noch Wahrhaftigkeit überprüft werden kann. Das ist ja nur nicht der gewöhnliche Begriff von Literatur. Und ist für mich ein sehr schöner literarischer Ausdruck für das, was Dekonstruktion ist. Und das hatten wir ja eigentlich schon den ganzen Abend von dir gehört, dieses Theorie wird Literatur, Literatur wird Theorie, aber sie werden eigentlich nicht, sie sind es schon. Sowohl bei dir als auch bei Derrida, wie wir ja wissen. Und das weißt du ja auch, dass Derrida hat das auch mir mehrmals gesagt, dass er ja eigentlich sich als Literat fühlt. Oder dass er eigentlich Literatur machen möchte, so hat er gesagt. Ja. Also was ist eigentlich die Frage hier, außer der Begeisterung über diese Formulierung? Ja, sag einfach was dazu. La littérature, si la littérature dit la vérité, si la littérature dit la vérité, c'est parce que elle sait que la vérité se sauve. Wenn die Literatur die Wahrheit sagt, dann weil sie weiß, dass die Wahrheit verschwindet, davon eilt, se sauve. La littérature, c'est une chasse à la vérité. Literatur ist Jagd auf Wahrheit. Mais c'est aussi une chasse à la vérité qui chasse la vérité. Aber es ist auch eine Jagd, ein Verjagen der Wahrheit. C'est pour cela que la littérature ne ment pas. Das ist der Grund, warum Literatur nicht lügt. Ne pas mentir, c'est c'est au moins une sorte de vérité de tentative de vérité
comme la théologie négative, hein, c'est mentir le moins possible. Nicht lügen, das ist wenigstens eine Art Versuch von Wahrheit, die zu denken ist, wie die negative Theologie, so wenig wie möglich lügen. La littérature se joue de la vérité comme du mensonge. Die Literatur spielt mit, aber spielt mit Wahrheit und Lüge, aber spielt sich auch mit ihnen und nimmt sie nicht ernst. Se joue de heißt, ja, geht spielerisch mit ihnen um. La littérature cherche, elle ne sait pas, elle cherche. Die Literatur weiß nicht, sie sucht. Elle nous ressemble profondément. Sie sieht uns zutiefst ähnlich. Et elle est la demeure de ce qui nous dépasse, c'est-à-dire le rêve. Sie ist die Bleibe dessen, was über uns hinausgeht oder was stärker weiter als wir ist, der Traum. Vielen Dank, Hélène. Also wir müssen jetzt aufhören. Vielen Dank, Claudia, das war großartig. Ich glaube, es wird schon bald ein neuer Beruf. Und vielen Dank für Ihnen, an Sie auch fürs Zuhören und Mitgehen. Und jetzt übergebe ich an den zweiten und dritten Teil. Dankeschön. So, in picking up what just happened, what we just experienced here on stage, I would like to ask you, Hélène, concerning écriture féminine as a practice of writing and thinking, which always cuts the edge of poetry and philosophy. What would you say? Philosophy and literature, philosophy and art, in a broader sense, are interrelated. Would you say philosophy needs art? Yes, of course. I mean, I don't think that a philosopher can do without art. It's really... it's impossible to separate. Philosophy is an art. There are philosophers who have actually philosophized on being artists, like Nietzsche, of course. And I don't think that we can imagine a philosophy that reaches the heart if it's not an art. If you read, I mean, if we let ourselves be enchanted by Plato, if we don't resist its charm, then we are carried away in a kind of drama of extraordinary theater of thinking. And that's simply a staging of voices, of different voices. But I think that the nobility of philosophy is reached when philosophy can sing, can laugh, can create, and also can self-portrait itself. Can be the painter of the uncertain and undecided painter of its own thought. My question goes in a rather different direction, namely the political implications of writing that I see in your texts from very early on. I live in the United States, and they have by now writing programs pretty much for every marginalized group.
there is writing projects for immigrants, for women, for prisoners, for whatever. And I'm just wondering whether or how you would distinguish between a kind of transformative style of writing and an affirmative style of writing. So it looks like not any writing is really leading to political change. So how would you draw the line here? Of course, this is it's a tough question. I don't think either that writing leads to a political change. Not directly, anyway. It's although there are moments when writing is associated with political action. For instance, in 1968 in France, when there was that huge movement of the students, they would write enormously. That is, they wrote on the walls, but that was very poetical. But of course, it doesn't change the world. Still, I don't think that you can change anything without writing. You're not going to be able to change a government, particularly because they are deaf. They have no ears, they don't care about writing, and they don't read. You yourself, if you want to change something, beginning with yourself, you cannot do it without writing, or an equivalent, because it can be painting, or it can be singing the way Isabel sings, for instance, something that comes from the depth. But this cannot be achieved without some kind of poetical writing, something that displaces, that storms yourself. So, as I say, it's indirect, but it's absolutely necessary. Of course, it means poetical writing. Then, I don't want to despise or spit on the apprenticeship of mere handwriting, which, or, you know, what you pointed at as the writing you transmit to prisoners or undocumented people, etc., etc. It's a tool. It's the first tool. They need it. They need it. That will help them grasp their own predicament. Then that's the first stage, exactly as feminism is the first stage of something that should go much further. Then, of course, it's only when you become Rimbaud, and people should become Rimbaud, that you reach a new kind of freedom. Well, everybody should try and become Rimbaud. Thank you very much. I would like to continue here. My question is about the situation of women, which is an important part of the Medusa text. Within family theory and gender studies, the concept of sexual difference was very important. And now it seems that this concept disappeared in the recent years. And other theoretical approaches had become important too. For example, queer theory. And I would like to ask you how you think these two concepts could be brought together, and what can we do with the thinking of sexual difference today? First of all, pluralize it. That is, put it in the plural. And speak about sexual differences, and that is queer. When beginning to speak about difference in a time when, for instance, Derrida opened the field of deconstruction, the state of society was simply deaf to all kinds of
reflection or acceptation of any difference. They would think in terms only in terms of equality without difference, which for me is a loss. One should cultivate differences always. And when I say sexual differences, it's simply to point that, of course, a sexual difference is not one. It's a sexual difference with an A. It's a movement. I've always said that it's something that sexual difference happens and passes. In French, la déesse passe, la déesse passe. The différence sexuelle passes. It passes, that is, it happens and goes and vanishes. It's not permanent, it's not settled, it's not a settlement. It happens. And la déesse is, means in French the goddess. It's very elusive. And you cannot think queerness without thinking in terms of differences, of the movement of differences, or the movement of difference. The moment it moves, it's several. What we, just to this question, a note, what we found very interesting was that in the text you read today, you call the Medusa the queen of queers. Mm-hmm. This was something that this was important for us, and also, yeah, afterwards in the book. Mm. And we really liked the idea that Medusa is the queen of queers. It's, you know, I should have called her you know, she's so, as my mother would call her, antique. She's an antique. She's so contemporary. She's so everyday. She is always in transition. And as I said, exactly as I said a bit earlier, that Shakespeare was the first Derrida, the Medusa has preceded and anticipated all of us. I think that we should come back on the reading of that of the meanders of the myth, because it's so rich. After all, she has appeared in remote times as the eternal icon. And she's fun. Thank you. I would like to ask Isabel. I think that in experimental and improvised music, it's a little bit similar than in writing. It's very difficult for women to do it, and it seems to be still the mainstream not to use voice or breath. I mean, mainly instruments are used. They are in some ways deconstructed or de-instrumentalized. But we think what you're doing is something special in that scene. And we would like to ask you if you think that this is a special female approach in this kind of music, and what does it mean for you? I don't know if you can say it. It's always difficult to ask this to musicians and artists.
I don't know if it's a female approach. It's mine, that is true. Lot of musicians use the breath, but of course, especially in the improvised music, but more with an abstract way and with a more concept way. And when I started to use my voice 10 years ago, because I'm a clarinet player, at the beginning, I wanted to do something with my voice, but I didn't know how to do. And this breathing was the more powerful things I have in my body, and it came in me. It was not a choice to use my voice like that, but it's more the voice came to me. So if I don't do that, I can do nothing. And but it's true. What is true? It's to be a woman and to make to play and to sing like that. I have really to believe in me, because it's not a normal way. And it's if I scream, if I use really powerful this breath. It means your art and your work is how to say? Some people I know, because I speak with the audience, but can be disturbed with that, and I have to. I cannot do another things. And maybe if I would be a man, it would be very different with the same language. But because I'm a woman, it's disturbed, and I have really to. No, I do that, and it's that I have to say, I have to sing, and it's that it's in my body, and I can do even if I'm a woman. Yeah, thank you very much, Isabel. You just said it's not the voice you're choosing, but it's a voice coming to you. That might be similar to Claudia, because as a translator, I would like to address you now as a translator. The texts are coming to you in a special way. So, and as we might know, translation happens to be a most relevant subject in deconstruction. There's a lot of theory about translation, what we could understand as translation. And given that background, what would you say are the most particular challenges for you when translating texts from Hélène Cixous, when those texts are coming to you? What would you say are the challenges for you? I think for me, the biggest challenge is to try to be as fair and as just with the text being so intricate and so completely alive in every detail, every comma, every full stop, every letter, every word and every sentence is so utterly moving in so many different directions of sense, that necessarily translating is a very the risk is that to violate the text terribly and to maim it and to not be as intelligent as one ought to be with all its very live qualities. So it is actually you really must in a certain way learn to put aside the fear that might arise from this experience of the text, and in a certain way learn to trust your own language, which is as strong and as beautiful as the language in which the text is written, but
it has not been put into a form, of course, yet. And it's you have to try and find a form that is to do as little harm as possible to the text you want to translate. Of course, it's not possible, but in a certain way, knowing this and trying to be as athletic as you can, you just have to trust your own language and trust yourself and hope that that reading later what you've translated, you don't find too many awful mistakes. I have a question to Helene Zissou. At the very beginning, you said beautifully that philosophy is in its noble aspect a kind of art in itself. I teach philosophy at the university in Vienna, and if I look around my colleagues, I'm not sure whether all philosophers of my department would share that definition which you gave right now. So my question, to take it seriously, is how do you see, you spoke about politics, about art, but how do you see the relation of your definition of philosophy, literature, écriture féminine, to the world of academia, and especially the interpretation that philosophy is science and philosophy is not a kind of art? First of all, let me underline that I'm not a philosopher. I'm a writer, and usually, I mean, you know, it goes around the world that I'm a philosopher, so I can't quarrel with everybody. and sometimes I excuse myself by remembering that Derrida would say that's, of course, a secret. He would say that first of all, there were so many philosophers who are not writers, which of course he thought was a pity. He thought that true philosophy had to be a writer's philosophy, or that a philosopher should be a writer. There were very few. Then he would also point to the fact that there were writers who thought, because there are so many writers who don't think, and that is why now and then a modest writer like me is mistaken for a philosopher, because I think that you cannot write without thinking. This, of course, is a way of belonging to what I call literature. It thinks. It thinks poetically, and it thinks freely, more freely than philosophy. Philosophy has an ideal, a function, a duty. It's supposed to somehow, now and then, try to demonstrate something, which I think is both a noble vocation and, of course, a terrible obstacle, because you have to turn around all the time to check and be sure that people follow you. Philosophy wants to be followed. And again, Derrida would tell me, you're not didactic. I am didactic. And it's true, he would, in his writing, he would inscribe variations on a leitmotif or on a theme that had appeared inside his writing, and he would repeat it 10 times so that he would be sure that he would be followed. A writer doesn't care about being followed. So, as regards academia, I share your question. I belong to the academia. I used to think, actually, I have always benefited by a privilege, which is that I myself founded the university where I've been teaching,
forever, which is Paris 8, the experimental university, where everybody taught, I mean, Deleuze, Foucault, except Derrida, freely, without the injunctions of academia. So you could go wrong, you could dance in philosophy or joke, etc. It's everything that is prohibited was allowed. And I would think, that was a long time ago, I thought if this university had not existed with its craziness and its also its chaos, I don't know whether I would have stayed. I'm not sure I could have, I don't even know whether I would have been allowed to remain in a university. And I remind you that when Derrida wanted to enter the university, he couldn't. It was too late. He should have entered Paris 8, which he didn't want to do. And when he later decided that he maybe would be more comfortable in university, he was rejected. Simply because what he has brought to philosophy is a permanent earthquake, which the institution doesn't like. And I'm sure that if you're here, it's because you're able to participate in earth shaking. And this, of course, you can operate by means of poetical language. The great philosophers have always been poetical. It happens that Derrida philosophized in French, so that you cannot dissociate his philosophy from French, because it happens in French, exactly as Heidegger happens in German. And so you come upon the problem of translation. It's not translatable. So when you want to read it, if you cannot read it in French, then you read it in translation, but the translation must open to the other language. It must be accepted that everything is thought and written in more than one language. Now, the French language that Derrida and I have used has been foreignized. It's strange. It always exceeds the common use. It's always surprising, which makes it for all translators to feel that they are endangered and that they have to take the risk. Of course, this is not something that belongs only to the experience that Derrida went through on me. It's like that in so many languages where somebody happens to use language in all its turns and in all its manifold possibilities, in all its successes. The thing is that everything that you write, I mean, in one sentence, you will find a pack of 10 or 15 sentences. Then, if in the next sentence you also have 10 or 15 sentences packed, then in a page, you have a multiplication of meaning, which is huge. And it cannot be reduced. You have to have, as Nietzsche would say, many, many ears in order to read and receive the innumerable possibilities of the page. Difference is, anyway, the difference with an A. I mean, everything that Derrida, I think that what Derrida did is
you cannot go further because he has already gone further than further. Simply because he doesn't make, I mean, he doesn't think in terms of oneness, since he destabilizes everything. It's one of the reasons why, on one hand, he has given pleasure, hope, and light to many, many, many people and generations. On the other hand, he finds hostility because you cannot rest. There is no rest. You have, as in Lewis Carroll, you have to run in order to remain in the same place. It's the permanent mobility of thought. You accept moments when there are what Derrida calls events, when something happens, when it happens, like a lightning, a stroke of lightning. It's always on the run.